Hallo, ihr Lieben da draußen. Heute beginnt ein neuer Monat, der Monat März. Ich habe mir für diesen Monat März sehr viel vorgenommen. Und was habe ich mir denn vorgenommen? Ich habe mein Video heute unter dem Motto gestellt, komm, wir machen Zukunft. Und ich rufe dich an. Ja, ich habe ja so vieles erzählt in den letzten Wochen über mein neues Business, über meine Leidenschaft und über das, was ich tue. Jetzt ist der Punkt gekommen, wo ich einfach, ja, das wäre vielleicht falsch formuliert, ich will nicht sagen, wo ich durchstarte, das habe ich getan vor ein paar Wochen, aber jetzt habe ich insofern ausgelernt, dass ich sage, ich rufe dich an. Das heißt, ich spreche mit dir über das, was ich tue. Es gibt ein altes Sprichwort, wenn der Berg nicht zum Propheten kommt, dann muss der Prophet zum Berg gehen. Das tue ich auch. Aber natürlich, ja, so, meine Traumdose, hab sie noch nicht gezählt, das mache ich gleich, und habe dann ein Ergebnis. Der Januar war ein Ergebnis, wo ich mit zufrieden war, und der Februar dürfte annähernd genauso sein, und ich werde natürlich berichten, wie groß der Inhalt ist. Frage an euch, wollt ihr schätzen? Dann schreibt es mir in den Kommentaren. Und natürlich gibt es wieder einen kleinen Gewinn. Welchen verrate ich noch? Ja, heute um 14 Uhr traue ich mich das erste Mal live. Live, das heißt, ich habe mich dazu entschlossen, einmal die Woche live, immer am Freitag um 14 Uhr zu euch zu sprechen. Ich freue mich über viele, 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 viele Gäste. Und warum freue ich mich? Ja, das habe ich eingangs meines Videos formuliert. Ich rufe dich an. Ich will euch kennenlernen und ich möchte euch an dieser Stelle heute um 14 Uhr erklären, warum ich das tue. Und dann finde ich es schön, wenn man sich sozusagen neuzeitlich gegenüber sitzt und wenn man sich eben halt austauschen kann über das, was der andere, der da gerade spricht, eben halt sagt. Und insofern wünsche ich mir, dass viele dabei sind. Ich bin ein bisschen aufgeregt, liegt in der Natur der Sache, denke ich mal. Ich kenne das natürlich von Menschen zu sprechen. Aber über diesen Weg ist es eben halt was Neues. Ich habe da so zwei Tests schon hinter mir und ja, war nicht ganz zufrieden. Aber jetzt freue ich mich auf 14 Uhr und habe euch eine ganze Menge zu erzählen, was mir wichtig ist. Ja. Heute Abend findet es auch wieder statt, das Webinar, komm, wir machen Zukunft. Auch dazu lade ich euch herzlich im Lauf des Tages noch ein. Aber wichtig ist mir an diesem heutigen Tag, an dem neuen Start in diesem Monat, ganz einfach eins. Wir haben schon wieder, ja, ich glaube, 58 Tage des neuen Jahres hinter uns und jetzt laufen bald die letzten 300 Tage. Und meine Erwartungshaltung an das Jahr 2019, da bin ich zwar im Soll, das heißt eben halt, ich habe mir Ziele gesetzt, auch finanzielle Ziele gesetzt, die ich erreichen möchte, aber wie immer im Leben ist es einfach so, erst musst du sehen und dann wächst der Apfelbaum oder welcher Baum auch immer, da ich Äpfel liebe, erwähne ich den Apfelbaum. Auch dazu heute Mittag um 14 Uhr mehr. Und natürlich möchte ich Danke sagen. Danke sagen, heute Morgen habe ich das wieder gesehen, Facebook hat es mir mitgeteilt, 3000 Loves. Toll, freue ich mich wirklich drüber, weil es bedeutet, ja, das, was ich sage, kommt an und hat Gewicht. Jetzt fehlt mir nur der eine entscheidende Schritt, dass wir miteinander reden. Und in unserem Team, was FutureNet betrifft, wir wachsen täglich. Wir haben mehrere hundert Partner schon dabei. Und es ist auch so ein altes Gedankengut, was aber immer wieder seine Richtigkeit hat. Wenn man zu schnell wächst, dann kann man sich nicht mehr im Detail um Dinge kümmern. Ich habe ja gestern auch gepostet, eben halt, wie ich mir Network Marketing vorstelle, wie ich darauf reagieren möchte, wie ich mein Team an die Hand nehmen möchte. Und ich möchte, dass wir das heißt, dass wir zusammenarbeiten und dass wir eben halt entsprechend agieren.
Und ich will noch mal kurz auf Network Marketing eingehen. Ja, ich habe meine Erfahrung gesammelt im Network Marketing. Ich habe im letzten Jahr was angefangen, das habe ich wieder sein gelassen. Das habe ich deswegen sein gelassen, weil ich ganz einfach Fehler gemacht habe. Fehler gemacht dahingehend, ich habe mich nicht zu sehr auf die Sache konzentriert und mir waren andere Dinge wichtiger. Und da stehe ich auch zu. Vielleicht hat es auch etwas damit zu tun gehabt, dass ich kein Produktmensch mehr bin, sondern eben halt mich auch in der neuen Zeit widmen möchte und etwas Neues ausprobieren möchte, online mit offline verbinden. Ja, ich glaube, für heute ist das viel, was ich gesagt habe. Ich freue mich wirklich herzlich auf euch um 14 Uhr. Seid dabei, ladet Gäste ein und wir hören uns. In diesem Sinne, kommt gut durch den Tag, kommt gut in den neuen Monat und wir telefonieren miteinander. Euer Manfred, der aktive Oldie aus Freiburg. In diesem Sinne, einen schönen Tag wünsche ich.